Willkommen beim Ö3 Austria, der Party Studio. Wie immer die unglaubliche Präsenz von Herrn Martin. Bleib, bleib. Mein Name ist Gustav Götz und das war einmal ein Eis. Mhm. Wir haben uns nämlich so, wir haben es so schön haben uns überlegt, ja, auf Vorschlag vom Herrn Kamerakind Walter, dass wir heute ein Eis essen, nur leider ist es ein bisschen heiß da oben auf der Dachterrasse, sprich, ja, ich kann das irgendwie... Da hatte ich aber trotzdem schmerzempfindliche Zähne, so ein bisschen kalt ist es noch. Ja, warte, ich tue da mal ganz kurz. So. Ja. Übrigens, wie war Mark Medlock für dich, Herr Martin? Mark Medlock! Wo ich mir das Video angeschaut habe, wir haben ein bisschen Schmähstadt reagiert, wo er gemeint hat, das stimmt nicht, wir Drecksäcke. Er hat uns ja gar nicht angemacht. Ja, uns eh nicht. Ja, wir sind ja nicht so ein Typ. Hallo Marc, uns eh nicht. Hi Marc. Hi. Bald kommt Daniel Dings. Schumacher. Schumacher, genau. Nächste Woche Daniel Schumacher. Wann kommt der? Aus der, ja, am Montag kommt er. Nein, nur, wir haben uns überlegt, wir machen mit ihm, er ist ein Rennfahrer. wir machen mit ihm ein kleines Rennen. Das ist geil. Aber wahrscheinlich kommt dann wieder der böse Manager und sagt, das machen wir nicht. Diesmal filmen aber. Manager. Aber diesmal filmen wir ihn dabei, wenn er das sagt. Das können wir die euch googeln auf jeden uns Fall wieder nach. Die YouTuben uns wieder nach, wie Mark Medlock gesagt hat. Und wissen wieder alles vorher. Ja. Hallo! Zur Wertung, oder? Zur Wertung. Höchster Neuanstieg, Billy Talent. Yeah. Rusted from the Rain. Rusted from the Rain und das klingt so. Ne? Ja, ist okay. Ja. Und was mich persönlich sehr freut, meine liebe, reizende Lily Allen, Aufsteigerin der Woche plus 30. Das müssen wir mal zusammenbringen. 30 Plätze rauf. Aber das ist, weil Ö3 Airplay, oder? Mhm. Und weil sie hochgerechnet sind, das glaube ich 4 CDs mehr in der Woche. Ja, das geht, oder? Na, oder sie ist mal wieder betrunken aus dem Auto gefallen. Oder hat ja, ihre ich mache das auch regelmäßig, deswegen bin ich aber nicht in den Charts. Du wirst aber auch nicht von den Paparazzi verfolgt. Noch das nicht. Das wird sein. Wir arbeiten mal. Oder sie hat ihre dritte Brustwarze mal hergezeigt. Das macht sie auch sehr gern. Apropos, ich war jetzt seit über einem Jahr nicht beim Friseur. Ne? Liebe Langhaarige, wie macht ihr das, wenn es so windig ist? Das ist ja schrecklich. Dauernd die Federn im Eis. Dein Friseur ist aber dann arm, wenn er dich nicht sieht. Aber ich habe auch so wenige Haare, der ist ja sofort fertig. Stimmt, der macht ja. Aber einmal so. Ja, was soll ich sagen? Ja, wer sind überhaupt denn? Ja, wir haben es mit dem Haar. Muss aufpassen, dass ich einen Sonnenbrand kriege auf der Glatze. Ja, nachdem er Jeanette Biedermann gesagt hat, ich soll das so lassen, habe ich so lassen. Ja. Jetzt machst du in 5 Jahren einfach wieder ein Interview, so mit so langen, und hast gesagt, du kann ich jetzt endlich kann die Haare schneiden. Ja, ja, sei froh, dass dich gesagt hat, ich darf ihn nicht mehr rasieren. Ja. Ich glaube aber, da ist deine Frau auch sehr froh, dass sie das nicht gesagt hat. Das glaube ich auch. Ja? Ja, ja, ja. Sie sagt immer, ich muss mich entwalden. Ja. So. Mit diesen übrigens Nummer 1 nach wie vor Primavera in Anticipo von Laura Pausini und James Blunt. Hat sich an der Chartspitze in Österreich nicht viel getan. Wir gehen jetzt wieder ins kühle Klimaanlagen. Nachdem ich Büro jetzt überall klebrig bin, ja, gehe jetzt duschen. Ja. Wieder schauen.